Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt: Diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagt: Diene, diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt, dem einen ohne Teilhaber gibt. Und dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Anbieten Diener ist. Allahs Segen und die Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag richtig auffolgen. Es geht heute um das Thema: Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein besonderer Mensch und ein besonderer Diener Allahs. Liebe Schwestern und Brüder, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Freund Allahs und er inspirierte die Menschheit durch seine Nähe zu ihm. Er sallallahu alaihi wasallam verkündete die Offenbarungen Allahs und erinnerte die Menschen an ihre Pflichten. In einem dieser Verse offenbarte Allah: Diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Dieser Vers zeigt uns die Grenze für unsere Glückseligkeit auf dieser Erde, bis zum letzten Atemzug unserem Herrn dienen. Das heißt, mit Allah zusammen sein und sich mit seiner Lobpreisung beschäftigen, seinen Geboten folgen und von seinen Verboten fernbleiben. Einst wurde Aisha radiallahu anha, die Frau unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, gefragt, wie der Charakter des Propheten gewesen war. Antwortete sie, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Tugenden besetzt, die der Koran lehrt. Unser Prophet befolgte die koranische Botschaft erst selbst und war für seine Umma damit ein Vorbild. Liebe Geschwister, obwohl Allah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam garantiert hat, dass er seine Aufgaben als Diener voll und ganz erfüllt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam trotzdem darauf geachtet, als ein dankbarer Diener zu leben. Aisha radiallahu anha, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam stand so lange im Gebet, bis seine Füße rissig wurden. Da sagte sie Aisha: O Gesandte Allahs, warum machst du sowas, während Allah dir auch doch deine vergangenen und künftigen Sünden vergeben hat? Er erwiderte: O Aisha, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alles Lob gebührt Allah und Friede sei auf seinem letzten Gesandten Muhammad und seinen edlen Gefährten. Verehrte Brüder, obwohl er manchmal in schwierige Probleme geriet, fiel er sallallahu alaihi wasallam nie in Verzweiflung. Als sein Sohn Ibrahim verstarb, weinte er sallallahu alaihi wasallam und sagte: Die Augen weinen und das Herz trauert, doch wir sagen nur, was unserem Herrn wohl gefällt. Wir sind über die Trennung, O Ibrahim, wahrlich sehr betrübt. Seine Reaktion äußerte sich durch menschliche Gefühle, die die Herzen tief berührten und Verwunderung erregten. Ibn Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete auch: Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir: Rezitiere mir den Koran. Ich sagte: O Gesandter Allahs, soll ich es dir rezitieren, wenn es dir offenbart wurde? Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich höre es gerne von anderen. Dann begann ich, die Sura An-Nisa zu rezitieren. Als ich die Ayah erreichte: Aber wie würde es sein, wenn wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen,
und dich über diese da als Zeugen bringen. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَٰئِ شَهِيدًا. Nachdem er es gehört hatte, sagte er, sallallahu alaihi wasallam, genug, genug. Als ich ihn ansah, stellte ich fest, dass seine Augen voller Tränen waren. Aus diesen prophetischen Haltungen sollte uns klar geworden sein, das Weinen des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Zeichen der wahrhaftigen Gefühle, der tiefen Wachsamkeit des Herzens ist. Möge Allah uns zu jenen gehören lassen, die ihren Nafs beherrschen und dem Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Amen.